willkommen vom ICE3 in dieser ganz besonderen Lackierung. Ich begrüße euch ganz herzlich von der Strecke Kassel-Würzburg und stelle euch heute das DLC, das Loco Add-ons Bundle Nummer 2 vor, beziehungsweise einen Teil dessen, nämlich den ICE3 in diesem Repaint hier mit diesem Regenbogenstreifen. Was das genau damit auf sich hat, das erzähle ich euch gleich in Ruhe auf unserer nicht ganz so langen Fahrt heute. Es geht hauptsächlich darum, mal vorzustellen, was das genau ist. Und ja, ihr seht es schon von außen. Wir haben hier diesen Regenbogenstreifen anlässlich des CSD und dass die Deutsche Bahn selbstverständlich im Zeichen der Solidarität für Diversität steht. In diesem wirklich schönen Repaint hier. Ne, das gefällt mir sehr gut. Ich würde sagen, wir setzen uns einmal hin, rüsten den Zug auf, fahren los und dann erzähle ich mehr darüber, über das Add-on. Erstmal den Fahrtrichtungswender nach vorne. Mal die Displays ein bisschen runter mit der Helligkeit. Auch hier, na hier. Und auch hier einmal runter. So. Aber wir sind übrigens, glaube ich, ein Leerzug heute. Ne? Es ist keine Zugfahrt in diesem Sinne. Also keine Passagierzugfahrt, sondern wir sind ein Leerzug. Es dürfte, ja, es ist auch niemand hier drin. Was steht hier? Gut, hier steht Not in Service, Frankfurt, Frankfurt Flughafen, Not in Service. Gut, das ist leider nicht wirklich behoben. Dass die Displays nach wie vor etwas fehlerhaft sind. Also es hat sich, glaube ich, am Zug selbst, außer am, an der Außenhülle wirklich nichts geändert. Es ist nicht so, als sei irgendwas gefixt worden. Ich werde gleich darüber ein bisschen schwadronieren, für wen sich eigentlich dieses Add-on lohnt und für wen nicht, meines Erachtens. Aber fahren wir erstmal los. Machen uns die Sicherungssysteme an. So, PZB und LZB sind an. Dann gucken wir mal, ob wir die Spitzensignale schon anhaben. Haben wir. Dann würde ich gerne noch die AFB freigeben. Achso, wir sind noch gar nicht in der LZB. Okay. Ja, dann sind wir hier im Fahren- und Bremsen-Display und sind abfahrbereit. Dann würde ich sagen, let's go. So, wir dürfen ausfahren mit 30, dürfen aber gleich auch schon auf die 150 hoch. Machen uns mal hier die, na, Vorstandsbeleuchtung. Spitzensignale, machen wir mal die Fernlichter, normale, gedimmte Fernlichter. Machen wir die normalen Fernlichter an. Irgendwie scheint die Führerscheinsbeleuchtung nicht zu klappen. So, genau. Also, im Grunde genommen ist das, ja, so eine Art Repaint und Gameplay-Pack. Und zwar ist das nämlich so, dass man sich diesen ICE3 einzeln kaufen kann. Oder halt in diesem Add-ons-Bundle mit der englischen Lok und der US-amerikanischen Lok. Keiner dieser Züge ist komplett neu, sondern es ist halt so eine Art Repaint und Gameplay-Pack. Für den ICE3 bedeutet das, dass wir erstmal jetzt in die LZB aufgenommen werden. Wir können eigentlich die SIFA anschalten, ne? Das ist ja witzlos, wenn wir jetzt sowieso in der LZB unterwegs sind. Genau, also
Es ist tatsächlich so, dass es halt eben drei einzelne Loks gibt, die allesamt aber schon existieren im TSW. Was ist denn da los mit der Scheibe? Und jeder von euch besitzt schon den ICE3, ne? Also jeder, der TSW3 besitzt, es sei denn, man hat nur das Core-Game gekauft mit dem Testcenter, besitzt man den ICE3. Und da würde ich sagen, es gibt ja auch schon eigentlich ganz gute Repaints für den ICE3 in dieser Lackierung. Allerdings glaube ich nicht im Creators Club, weil glaube ich im Creators Club der ICE3 aus lizenztechnischen Gründen nicht erlaubt ist. Meine ich zumindest. Es gibt aber auf jeden Fall trotzdem zumindest für den PC Repaints. Es gibt aber auch, man kann sich aber auch selbst natürlich einen Repaint erstellen, ne? So. Für die Leute, die am PC spielen, lohnt sich das ehrlicherweise nicht. Denn da muss man sagen, sofern man nichts dagegen hat, irgendwie Repaints oder sowas zu installieren, Mods zu installieren, da gibt es, erstens gibt es da den Klimaschützer. Unsere Führerstandsbeleuchtung funktioniert tatsächlich nicht. Das ist aber unvorteilhaft. Komisch. Ja, werde ich mal DTG zurückmelden. Also für Leute, die am PC spielen, lohnt sich das Add-on ehrlicherweise nicht, weil es tatsächlich der Fall ist, dass es erstens Livery Designer Repaints gibt vom ICE3, die man sich installieren kann. Die auch, also mindestens eins davon ist auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich weiß nur, ich hab leider vergessen, von wem das war, aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Repaint hier für den IC3 von Kassel-Würzburg. Es gibt auch einen Repaint, das habe ich auch damals vorgestellt, einen Regenbogen-ICE3 für die München-Augsburg-Variante. Das ist etwas schlechter als das andere Repaint, von dem ich gerade eben gesprochen habe, aber auch in diesem Sinne okay. Und was es aber vor allen Dingen gibt für den PC, ist ein Repaint als Packdatei. Das heißt also, man hat dann im Grunde genommen schon den ICE3 auf dieser ganz, ganz hohen Qualität mit allen Details gerepainted und kann den sich im Fahrplan einfach anwählen. Das heißt also, wer einen PC spielt und kein Problem damit hat, Mods zu installieren, der sei ehrlicherweise eher auf Mods hingewiesen. Nur, was es halt auch mit dem Paket gibt, ist ein Szenario, das mitgeliefert wird. Das zeige ich auch gleich kurz. Dieses Szenario gibt es dann natürlich, ne, wenn man das gerne haben möchte, das geht halt nur durch dieses Repaint-Pack. Nur so kommt man dieses zusätzliche Szenario auf Kassel-Würzburg dran. Ne? Also, wer auf das Repaint verzichtet, verzichtet auch auf das Szenario. Wie gesagt, es ist ein Repaint- und Gameplay-Pack. Im Fahrplan hat sich sonst nichts getan. Die Fahrplanfahrten sind alle gleich, weil der Fahrplan sowieso ja komplett ausführlich und vollständig ist. Das ist halt eben so, dass man immer einfach diesen ICE hier anwählen kann, statt den normalen mit dem. Das müsste, glaube ich, der Klimaschützer ICE3 sein. Was es zu dem Paket übrigens auch gibt, ist ein ICE1 mit grünem Streifen, ne, mit Klimaschützertriebkopf. Auch da gibt es Repaints im Creators Club, wo das auch gemacht wurde. Und es gibt auch bald, es dauert auch noch ein bisschen, ein ICE1 Modpack mit einer Soundmod und wo auch dann praktisch die Klimaschützer-Variante auch dabei ist oder verschiedene sogar. Ja, also auch da ist es für den PC so, lohnt sich nicht wirklich, es sei denn, man möchte das entsprechende Szenario, das dafür mitgeliefert wird. Ne, man kann sich die Lok einzeln kaufen, die ICEs. Ich glaube, das kostet dann so 5, 6 Euro oder sowas. Ich bin mir da nicht ganz sicher, was die Preise angeht. Das gesamte Add-on-Bundle kostet, glaube ich, irgendwas zwischen 10 und 15 Euro.
bei der Konsole ist das halt eben so, wenn man wirklich ein gutes Repaint haben möchte, ne, und das geht ja normalerweise, also sagen wir mal, die meisten Repaints über den Livery Designer sind halt nicht so gut. Viele davon zumindest sind, sagen wir mal, nicht besonders detailliert. Und wenn man tatsächlich Bock hat, ein gutes Repaint zu haben, wenn man durch diesen Klimaschützer eben, wenn man den halt haben möchte, dann lohnt sich das für die Person am PC. Halt eben aber auch nur, wenn man eben das Repaint möchte und das entsprechende Gameplay, also die Szenarien, die damit dazukommen, dann lohnt sich das. Und wenn man aber meint, dass es das nicht wert, dann ist das halt so. Ne? Wird ja keiner gezwungen, es zu kaufen. Das steht ja jedem frei. Ich würde das jetzt nicht unbedingt als Cash Grab oder sowas bezeichnen, einfach weil man ja nicht gezwungen ist, es zu kaufen. Wenn man es haben möchte, wenn man das Repaint haben möchte, dann kauft man es halt. Und wenn man es nicht haben möchte, dann kauft man es eben nicht. So. Auch wenn man mal so vergleicht, so, es gibt ja für den Train Simulator zum Beispiel im VR-Shop, ne, bei Virtual Railroads, da zahlt man ja auch teilweise, weiß ich nicht, 10 bis 15 Euro, teilweise sogar mehr, nur für ein Repaint. Ne? Also es ist nicht so, als sei das irgendwie was komplett Neues. Nur wie gesagt, für den PC lohnt sich das ehrlich gesagt nicht wirklich, es sei denn, man möchte wirklich die Szenarien noch mit dazu haben. Für die Konsole lohnt sich das noch eher, wenn man halt das Repaint cool findet. Ne? Ich zeig's nochmal gerne. Hier München. Und das ist der Zug 204, glaube ich, ne? Triebzug Nummer 204. Irgendwo müsste das stehen. Hier vorne, glaube ich, da. 304. Ne, also so viel zum Thema, für wen lohnt sich das und für wen nicht. Es ist halt ein kleines Add-on. Ein Tag vor Release der Nindertalbahn. Wenn man es haben möchte, dann holt man sich und wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es ist jetzt ehrlicherweise, man verpasst, glaube ich, nicht viel, wenn man es sich nicht holt. Also es sind halt so ein, zwei Szenarien, klar. Aber wenn einem die Repaints jetzt nicht so wichtig sind, dann ist es halt, ja, kann man auch darauf verzichten. Es ist eine nette Idee, ne? Wie gesagt, so ein bisschen Gameplay zusätzlich, ein bisschen Szenarien, ein bisschen Repaint und so. Ist schön. Es ist, tut der Varietät auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass man da, oh, da kommt uns was entgegen. Sieht aus wie ein Güterzug. Ah, das war eine 155. Wie gesagt, tut so ein bisschen der Variabilität, ja, kommt ja ein bisschen zugute, dass wir da einfach ein bisschen bunter auf den Schienen unterwegs sind. Das ist ja immer schön. Gerade jetzt auch mit diesen Releases von der Niddertalbahn und Koblenz-Mainz und aber auch Bremen-Oldenburg und so, dass man da ein bisschen schon mal anderes Zeugs auf den Schienen unterwegs hat, als immer nur Verkehrsrot. Ist ja schon gut, ne? Ist ja schon eigentlich ganz nice. So, und dann ist es halt, kann man sich halt dafür oder dagegen entscheiden, ob man nun dieses Repaint haben möchte oder nicht. So, ich glaube, da habe ich jetzt genug für gesagt, zugesagt. Und da kann jeder selbst entscheiden, ob er oder sie das haben möchte oder eben nicht. Ich wollte es an dieser Stelle einfach nur mal vorgestellt haben, dass es das halt eben seit heute gibt. So, in 10 Kilometern sind wir auch schon in Würzburg. Dass das Führerstandslicht allerdings nicht angeht, das finde ich ein bisschen schade. Wir können ja mal
die Beleuchtung in den Wagen anmachen. Das macht es hier aber nicht heller. So, wir waren übrigens hier, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, wir waren einfach nur nicht zu Fuß unterwegs, das stimmt nicht, sondern das ist einfach eine kleine Leerfahrt am frühen Morgen. Ich glaube, die allerfrühste Fahrt, die man unternehmen kann im Fahrplan des ICE3. Hier so frühmorgendlich, sieht doch sehr hübsch aus, gefällt mir sehr. Diese morgendliche Stimmung finde ich echt schön im TSW3, ne? Die Mittagssonne gefällt mir nicht so sehr. Da ist es entweder zu hell oder zu dunkel. Aber so morgens oder abends, das ist einfach dafür umso schöner. Ob es noch ein bisschen schöner aussieht, wenn wir mehr Wolken haben? Ja, mehr Socken, ja. Gehen wir ein bisschen Bewölkung rein. Mal, wie es aussieht, wenn wir aus dem Tunnel rauskommen. So, ich weiß gar nicht, ob uns ein LZB-Ende erwartet in Würzburg oder nicht. Ich glaube nicht. Doch, doch, ich glaube schon. In Kassel nicht, aber in Würzburg glaube ich schon. Da. Da ist es. Das finde ich auch etwas uncool, dass man die Displays immer wieder von neuem auf dunkel stellen muss. Ja, ne, also ihr merkt, an dem ICE hat sich halt sonst nichts verändert. Das ist halt der identische wie der mitgeliefert wurde für Kassel-Würzburg. Da gibt es jetzt keine Veränderung dazu, sondern es ist halt wirklich das Repaint. Oh, das sieht aber schön aus. Oh ja. Oh, das ist herrlich. So, die LZB müsste uns jetzt gleich auch verlassen in ein paar Sekunden. Da ist eine Ankündigung auf 30. Jawohl. Müssen wir auch sofort bestätigen. Und übernehmen mal selbst die letzten paar Meter. Da ist eine 425, rechts und links. Huh. Was haben wir denn? Wachsam-Taster? Wofür? Ah, ich sehe es. Ups. Hab ich nicht gesehen. Mein Fehler. Schalten wir mal die AFB aus. So, Bremszylinder leert sich. Okay. Oh, ein bisschen nebelig ist es auch geworden. Oh, ist das schön. Ist das schön. So, bleiben wir bei den 30. Bisschen was an Dostos. 425er, die abgestellt sind. Ach ja. Kassel-Würzburg ist doch eine echt schöne Strecke. Da ist eine 612.
Kostet noch eine 612. Nee, doch. Und wir fahren ein auf Gleis 201. Wie gesagt, hier war ein Leerzug, deshalb fahren wir jetzt erstmal am Bahnhof hier vorbei. Und bleiben dann hier stehen. Moin. Ich hoffe, dass wir nicht genau dort anhalten müssen, sondern vorher anhalten können. So. Jawohl. Das hat doch gepasst. Müssen wir jetzt irgendwas hier machen? Nö. Ich weiß nicht, was mit dem Zug dann jetzt noch passieren soll. Aber, genau. Das war, wie gesagt, die Vorstellung des Loco-Add-on-Bundles Nummer 2. Und zwar ein Drittel davon, nämlich der ICE hier als Pride Intercity Express Lackierung, als Trainbow im Rahmen des CSD, im Rahmen der Solidarität für mehr Diversität mit der LGBTQI+-Community. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, dass ich da informativ sein konnte und wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Ciao, ciao.